Von der ersten Folge bis heute, ob im Studio, auf der Trainerbank bei subtropischen Sommertemperaturen oder auf eingeschneiten Trainingsplätzen. Elfmeter war immer ganz nah dran an den Rhein-Main-Profis. Mancher Spieler wurde von uns mit seiner Lieblingsspeise überrascht. Andere überraschten uns und gaben ausführlich Auskunft über ihren Körperschmuck. Hier wurde immer offen geredet. Nur einer wollte uns partout nichts über die bevorstehende Verpflichtung von Theofanis Gekas verraten. Heute Morgen war es der Spieler Zarate, der gehandelt wurde. Gestern war es Gekas. Und morgen und übermorgen, es werden also in den nächsten 14 Tagen mindestens 20 Spieler gehandelt. Und mein Gefühl sagt mir, dass alle 20 falsch sind. Da hatte uns Herr Bruchhagen einen ganz schönen Bären aufgebunden. Denn genau 3 Wochen später wurde der griechische Nationalstürmer vom Eintracht-Chef höchstpersönlich vorgestellt. Danke, Herr Ribert. Andere Frankfurter fanden da schon deutlich offenere Worte. Wenn wir uns natürlich gleich einscheißen am Anfang, das merken die auch. Na, scheiß drauf oder so. Einscheißen. Scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Zensiert wurde bei uns nie. Nur ganz aufmerksame Zuschauer werden sich gefragt haben, ob in unserem Vorspann nicht etwas fehlt. Richtig, ursprünglich sah das Ganze nämlich so aus. Bemerkt? Diese Szene war manchen Kollegen doch zu anstößig. Immerhin hatte der Spieler in Weiß über 80 Folgen seinen Spaß. Unvergessen auch der Auftritt von Eintracht-Präsidenten Peter Fischer. Sein extravagantes Outfit wurde nur von einem übertroffen. Aristide Bonsé. Der Ex-Mainzer modisch gewagt und auf dem Platz wie außerhalb mit einem klaren Schuhtick. Ich hatte schon eine ganze Menge. Es ist Nike, die am meisten im Schrank stehen. Ich fühle mich wirklich wohl, wenn ich mit den Nike-Schuhen spiele. Ich habe die roten von Nike, ich habe die gelben, die orangen. In Dubai wird sich Aristide Bonsé noch ein paar Schuhe mehr leisten können. Und wir freuen uns auf 100 weitere Sendungen mit weiteren denkwürdigen Auftritten.